Hallihallo, herzlich willkommen, mein Name ist Bitwalker. Willkommen zu einem Schnelltutorial für die Elgato Game Capture HD Software. Ich will ganz kurz zeigen, einen kurzen Überblick zeigen, was man hier so machen kann, wie man das einstellt und wie man damit relativ flott loslegen kann. Ich arbeite hier am Mac mit der Public Beta von der Game Capture HD 2 Software. Denn am Mac ist diese noch eben in der Entwicklung, am PC ist sie bereits fertig, aber jetzt rein optisch und von den Funktionen her hat diese Beta die gleichen Werte wie die Windows-Version, die bereits released ist. So, wir sehen hier die Oberfläche, ihr seht hier in der Mitte am Bildschirm schon das Bild von meiner Xbox One. Die Oberfläche hier Aufnahme und Bearbeiten, diese zwei Bereiche, also das Aufnehmen ist eben der Bereich, wo es um das Recording geht und Bearbeiten, da kann man aufgenommene Videos ein bisschen nachbearbeiten. Hier stellen wir die Lautstärke des Spieltones ein, also hier mal, würde ich mal sagen, auf 0 Dezibel, wenn wir das nun direkt aufnehmen. Livestreaming, da geht es darum, dass man eben das Bildmaterial gleich direkt auf zum Beispiel Hitbox, das ist ein RTMP-Service, streamen kann oder man fügt hier noch andere Anbieter hinzu, Twitch, YouTube, Ustream und eben dieses RTMP. Den Status entsprechend, der dann beim Stream zu sehen sein wird, kommt es darauf an, ob das unterstützt wird. Bei Twitch zum Beispiel geht es, da kann man hier was reinschreiben und das entsprechend aktualisieren. Hier haben wir die Settings dazu, da kann man auch einstellen, ob dieses Video für jeden sichtbar ist, das betrifft eher dann YouTube, mit welcher Auflösung man fährt und so weiter und so fort. Die Bitrate ist ganz wichtig, ich streame mit 2 Megabit. Da muss man bitte darauf achten, wie schnell ist die eigene Internetleitung. Aber da reden wir nicht vom Download, sondern vom Upload. Und das ist ein wichtiger Punkt, der meistens übersehen wird, denn der Upload ist wesentlich weniger als der Download. Ja. Also ich habe zum Beispiel eine 50 Megabit Download-Leitung und kann mit 5 Megabit uploaden. Die meisten werden so circa 1 bis 2, 3 Megabit Upload haben. Da müsst ihr einfach mal schauen, macht einen Speedtest oder wie auch immer, dann könnt ihr das feststellen. Hier haben wir den Live-Kommentar. Das ist die Fläche, die sich mit diesem Schalter versteht. Ich kann mir primär das Mikrofon auswählen. Ich nehme hier das iMac-Mikrofon, mit dem ich auch jetzt gerade aufnehme. Kann hier den Pegel regeln und wenn ich hier das Kommentar aktiviere, dann seht ihr hier gleich einen Ausschlag. Der ist jetzt natürlich übersteuert, weil die Aufnahme gegengleich auf einer mit meiner Aufnahmesoftware jetzt läuft. Das taugt dem gerade nicht so ganz. Ich schalte hier nochmal zurück. Jetzt haben wir hier eine Fehlanzeige. Die kann ich wahrscheinlich nicht mehr umgehen. Mal schauen wir es nochmal. Ah, jetzt haben wir es da, ja, ist wunderbar, jetzt passt es. Und wir sehen jetzt auch hier das, was ich rede, welchen Pegel das ich habe. Und man sieht auch schon, dass das, was ich rede, auch dann rausgeschickt wird mit entsprechender Stärke und Qualität. Da muss ich beim Aufnehmen, also beim Streamen aufpassen, dass die Lautstärke des Spiels nicht so laut ist wie die Lautstärke des Kommentars, weil sonst hört man nicht den Kommentar nicht mehr. Also das kann man mit diesen zwei Regler ordentlich auspegeln. Gelber Bereich ist noch in Ordnung, den roten Bereich sollte man nach Möglichkeit nicht erreichen. Natürlich kann ich hier jetzt die Lautstärke ein bisschen runterdrehen oder eben wieder raufdrehen und lauter machen, je nachdem wie ich will. Kann natürlich auch sein, dass ich das über das System selbst einstellen muss, da müsst ihr einfach probieren, wie das am besten geht. Hier gibt es eine nette Funktion, die heißt Lautstärke automatisch verringern. Das bedeutet, dass wenn, hier schauen wir in die Konfiguration rein, wenn die Lautstärke von meinem Kommentar einen bestimmten Schwellenwert übersteigt, dann wird der Spielsound automatisch gedämpft um 12 Dezibel zum Beispiel. Es wäre ein Versuch, wenn ich jetzt auf minus 12 schalte, soweit würde der Spielsound runtergedreht werden, wenn ich eben rede und eben die Lautstärke erreicht wird, dass diese Regelung, man sieht das hier in dem blauen Licht, ist leise Rede. Wenn man gar nichts mehr redet, dann ist es weg. Und wenn ich rede, leuchtet es blau auf, sprich der Spielsound wird gedämpft. Ich muss gleich sagen, das Feedback, was ich von den Leuten da bekommen habe, ist eher dieses, dass diese Funktion unangenehm ist, wenn man viel redet. Also wenn man viel kommentiert, sollte man das lassen, weil diese Schwankungen sehr nervig sind.
ist es zum Beispiel so, dass man jetzt hauptsächlich spielt und ganz ab und zu mal kurz was sagt, kurz was erklärt, dann könnte es vielleicht interessant sein, weil das Spielsound dann eben dominiert und der Chat dann eben nur dann das Spiel, den Spielsound leiser macht, wenn man wirklich was redet. So, ich schalte mal diese Kommentarfunktion jetzt wieder aus. Hier Videotitel und dergleichen, das ist einfach wichtig für Speichern. Da kann man Sachen eben eingeben, wenn man es haben will, mit Text und so weiter hier und Informationen kann man es nochmal schöner bearbeiten. Da geht es rein, nur dass mit welchen Dateinamen und welchen Settings hier gespeichert wird. So, dann im linken Bereich haben wir den Stream Command. Der Stream Command ist dazu da, um Overlays einzublenden, wie ihr das hier eben seht. Ich kann da verschiedene Overlays einblenden, die dann einfach beim Streaming mitlaufen und das Bild einfach ein bisschen anpassen für das Streaming. Nicht wundern, dass es sehr dunkel wird. Mein Xbox One ist im Hintergrund in den leichten Standby gegangen. Spielt jetzt aber keine Rolle, weil das braucht man nicht. Hier braucht man einfach nur PNG-Bilder einfügen, wenn man so transparent haben will. Also die Bilder einfach mit Full HD machen, also 1920x1080, dann hier einfach reinschieben und dann braucht man so anklicken und kann eben diese Bilder einblenden lassen. Hier mit Szene bearbeiten kann ich dann ein bisschen das hin und her schieben. Ist natürlich nicht, weil es nämlich schon 1920x1080 das Bild groß ist. Also das ist ein gesamtes Bild, ist nicht zwei so kleine Stücke, sondern ein gesamtes Bild. Und hier mit X kann ich es wieder rausnehmen aus dieser Seite. Man kann mehrere Teile überlagern, bis mehrere Sachen dazu schalten. So, Szene speichern. Hier kann man die Bilder hinzufügen. Man könnte auch eine Kamera hinzufügen. Das klappt bei der Beta jetzt hier noch nicht so ganz bei Mac, aber ist Entwicklung am PC, funktioniert das bereits. Man braucht natürlich entsprechend Rechenleistung. Das ist ganz klar, weil das wird alles hier live gerendert mit Bildern und so weiter und das muss entsprechend gut funktionieren. So, hier ist der Aufnahme-Button, mit dem nehmen wir auf. Hier kann man Pause vom Flashback. Flashback wird ja auch unterstützt, aber das zeige ich euch nachher. Hier schaltet man den Ton an oder aus. Das heißt, wenn ich hier was aufnehme, dann kommt der Ton entweder hier auch raus zu hören oder eben auch nicht. Normal muss man stumm schalten, weil den Ton braucht man hier nicht, dass man hört. So, hier kann man einen Screenshot machen, einen Snapshot. Hier ist die Taste, die das Streaming startet, also die Einstellungen, die hier getroffen sind. Da drücke ich dann drauf, dann streamt das Ganze und man sieht dann hier rechts oben live oder on air, ich weiß gar nicht, wie es genau da steht, wenn man eben direkt verbunden ist mit dem Streamingdienst. Bei Bearbeiten kann man das Video, jetzt haben wir noch ein Video, warte, das machen wir noch ein kleiner ganz kurz, wir nehmen mal hier ein kleines Stück auf, wir lassen es einfach hier erstmal so mitlaufen. Hier läuft jetzt die Aufnahme, sieht man, der Button ist schön rot, hier läuft auch die Zeit mit. Man sieht, wie viel Gigabyte man noch verfügbar hat. So, die Aufnahme beende ich gleich wieder. Dann haben wir hier bei Bearbeiten eben ein Stück Aufnahme drinnen. Leider auch hier in diesem Dunkel momentan, weil eben der Bildschirm im Schlafmodus ist. Macht aber nichts. Man sieht auch hier, wo es gespeichert wird. Genau mit den Settings, die man auf der Vorseite gesehen hat, spielt aber auch keine Rolle. Und ich kann diese Videos hier entweder umbenennen gleich. Ja, sagen wir Testvideo. Dann heißt das Video eben hier, wenn man auch hier sieht, Testvideo. Und kann das Video dann entsprechend exportieren in den Filmeordner oder wie auch immer. Dabei Informationen könnt ihr noch ein paar Sachen eingeben, die Vorschau einstellen und so weiter und so fort. Man sieht auch die technischen Daten und so weiter und so fort. So, wir gehen nochmal zurück auf die Aufnahmen. Hier rechts oben haben wir ein Zahnrad und das ist ganz was Wichtiges. Moment, was ich vergessen habe, ich habe gesehen, dieses Overlay wird übrigens nicht aufgenommen. Ja? Das ist nur beim Streaming. Also man kann ja hier seit dieser Version der Elgato GameCapture HD Software streamen und gleichzeitig in voller Qualität aufnehmen. Das ging vorher nicht. Vorher konnte man nur in dieser Qualität aufnehmen, mit der man streamt. Jetzt kann ich streamen mit 720p, aber mit volle Full HD mit 1920x1080 auch aufnehmen. Das ist eine ganz praktische Sache, denn falls man beim Streamen irgendwas dabei hat, was sagt, oh, das wäre ein cooles YouTube-Video oder irgendwie möchte ich für was anderes hernehmen, dann schneide ich es mir einfach raus und fertig. So, jetzt zurück hier zu diesem Zahnrad. Da kann man aber Grundeinstellungen machen. GameCatcher HD Mediathek, wo ist die zu finden? Nämlich genau hier, man braucht auch nur draufklicken, dann erscheint sie hier. Da drinnen sind die ganzen Dateien, die man dann auch direkt da rauskopieren kann. Das mache ich zum Beispiel, ich arbeite lieber mit diesen direkten Files. So, Funktion, die auch neu ist in dieser Version, ist Live-Kommentar in separater Tonspur aufnehmen. Das ist eine ganz interessante Sache, wenn man den Live-Kommentar auch mit dieser Software aufnimmt. Ja? Also ich kann ja sagen, ich schalte den Kommentar an und tippe hier auf Aufnehmen. Dann wird mein Audiokommentar eben mit aufgenommen.
in dieses Video, was hier jetzt gerade läuft, eben mit den Settings, wie es hier einfach ist. Das sieht man hier, wenn ich die Aufnahme jetzt beende. Und ich gehe nochmal hier in dieses Game Capture HD Library rein. Dann haben wir jetzt das letzte, müssen wir nehmen, mein Video 3. Dann sehen wir haben hier jetzt das Videofile, das Game Audio. Also hier am Mac wird das nämlich so getrennt, dass ich in diesem Videofile den Originalton vom Spiel habe und meinen Kommentar gleichzeitig drinnen. Habe als eigenes File auch noch nur den Spielsound und als weiteres eigenes File nur meinen Kommentar. Das heißt, ich kann jetzt diese drei Teile nehmen und entsprechend zusammensetzen, ob ich es mit Kommentar will, ohne Kommentar oder wie auch immer. Wenn ich dieses Live-Kommentar nicht aktiviere, dann wird mein Kommentar nicht in der eigenen Tonspur aufgenommen. Ja, dann ist es einfach so, jetzt schauen wir uns das einfach an, ich schalte es mal weg. So, dann schalte ich hier nochmal den Kommentar an, nehme noch einmal was auf, das müsste dann das Video 4 werden, da wird uns natürlich das eine File dann fehlen. So, jetzt mache ich es wieder aus. Erledigt, aufgenommen, gehe hier nochmal in den Ordner, habe jetzt mein Video 4 und hier sieht man, jetzt hat man nur mehr ein File und das ist einfach das Gesamtfile. Sprich, hier ist jetzt Video, Game Sound und mein Chat alles direkt drinnen. Reicht für Normalgebrauch vielleicht auch. Ich habe es lieber getrennt, weil dann kann man das ordentlich alles auspegeln, wenn man es haben will. Diese Mute Live Kommentare in Exported Videos spielt dann eine Rolle, wenn ich hier bei Bearbeiten weitermache und dieses Video jetzt hier exportieren würde, dann wird im Originalvideo der Kommentar von mir rausgenommen und nur der Spielsound reingesetzt. Muss ich sagen, klappt hier in der Beta noch nicht. Das ist immer ein Grund, warum ich noch mit getrennten Files arbeite, ich persönlich, weil der Spielsound mit dem Video nicht synchron ist. Habe ich bereits zurückgemeldet an Elgato, die haben das auch bereits aufgenommen. Der Support ist wirklich Weltklasse von denen, also das ist in Arbeit. So, Flashback-Aufnahme aktivieren ist eine ganz interessante Sache. Flashback heißt, wenn ich das aktiviere, seht ihr auch gleich, dass hier was passiert, hier läuft gleich die Zeit mit. Dann nimmt die Elgato im Hintergrund automatisch immer auf, auch wenn ich nicht den Record-Button drücke, es wird immer mit aufgenommen. Und ich kann dann jederzeit, wenn ich mir denke, ob jetzt habe ich eine geile Runde gehabt im Battlefield zum Beispiel, habe es aber nicht aufgenommen, brauche ich nur hier nach hinten scrollen, wo eben dieser Punkt ist. Okay, da ist es, dann drücke ich auf Aufnahme und hier wieder Stopp im Prinzip und das ganze, der ganze Bereich ist gespeichert. Also auch ganz eine praktische Sache. Aufnahme mit Fußschalter könnte man auch steuern, wenn man einen Fußschalter hat, habe ich gar nicht. Stream Command ist diese Leiste hier unten, wo man diese Inserts macht, da kann ich es komplett deaktivieren oder eben einschalten. Bereitstellen 1080p für iPad und Apple TV und so weiter und automatisch nach Aktualisierungen suchen. So, ein weiterer Punkt von den Einstellungen ist hier, denn hier stelle ich mal die Verknüpfung zur Elgato Software im Allgemeinen her, besonders die Settings. Hier bei den Aufnahmen habe ich hier Xbox One als Profil, weil da einfach entsprechend schon die Voreinstellungen sind. Eingang über HDMI mit Analog-Audio, das wäre dann mit einem Adapter. Ich glaube, bei der HD60 geht das gar nicht mehr. Ich glaube, es geht nur bei der alten Elgato-Software. Hoppala, das ist schon regelt, da versucht er gleich neu zu initialisieren. Geht aber natürlich nicht. HDMI, Farbraum, Standard oder erweitert. Das sind die Sachen, die muss man sich anschauen, wenn das Ganze durchgeschliffen wird. Ich persönlich mache es so, dass ich das HDMI-Kabel splitte, also ich von Xbox mit dem HDMI-Kabel zum Splitter raus und vom Splitter fahre ich mit einem Kabel zur Elgato, mit dem zweiten Kabel zum Fernseher. Also ich brauche nichts durchschleifen. Aber das kann man jetzt machen will. Profil HD 1080, also wirklich mit voller Qualität. Ich könnte auch aufschalten auf 60 Frames per Second. Brauche ich fürs normale Gameplay überhaupt nicht. Wenn man irgendwie spezielle Sachen macht, natürlich ist es interessant, das braucht ja sonst nur viel Speicherplatz. Die Qualität kann man hier einstellen, Standard-Setting reichen völlig. Das andere bleibt ist für nichts brauchbar. Bild ist interessant, hier kann man das Bild ein bisschen anpassen, sprich das Bild, was dann rausgeht zum Fernseher, wenn man es durchschleift, wird dann entsprechend von dem hier beeinflusst. Auch das Audio, die Profile, habe ich noch selber nichts gebraucht, hier kann man die Profile anlegen, wenn man diese ganzen Settings speichern will. Und hier bei erweitert kann es sein, wenn man mit TV Probleme hat, dass man einfach in eine andere Kompatibilität einstellen kann. Muss man probieren, wenn man Probleme hat, wenn nicht, dann einfach lassen, wie es ist. Ja, das war jetzt auch schon das ganze Grobe hier bei der Elgato Software.
Lasst mich noch ganz kurz überlegen, ob wir was haben. Nein, im Prinzip nicht. Also ich persönlich mache es so, dass ich mit diesen Kommentaren eingeschaltet immer streame. Das entsprechend auspegle natürlich. Wenn ich was aufnehme, muss ich sagen, mache ich so, dass ich hier mit dieser Elgato-Software rein nur das Gameplay aufnehme. Audio-Kommentare nehme ich nebenbei parallel mit Audacity auf, weil ich dann einfach mit diesem Soundfile ein bisschen effektiver arbeiten kann und auch, dass ich noch bearbeiten kann, ausleveln, Rauschen entfernen und so weiter und so fort. Also ich mache eine Kombination aus den beiden. Aber im Prinzip reicht es für Normalgebrauch auch, alles direkt mit dieser Software zu machen. Also auch hier das Audio aufzunehmen im getrennten File, weil dieses Audio kann man dann im Nachhinein natürlich auch noch mit Audacity bearbeiten und sprich Rauschen entfernen und auch die Wellenform ein bisschen anpassen. Im Großen und Ganzen war das jetzt hier der erste Schritt zur GameCapture HD, eben hier die Beta, am Windows ist hier schon die fertige Version. Wenn ihr Fragen habt, wenn ich irgendwas vergessen habe für den ersten Blick, bitte schreibt es mir in die Kommentare rein. Entweder ich beantworte euch das schriftlich oder wenn es ein interessantes Thema ist, was ich ein bisschen ausholen kann, dann mache ich natürlich ganz gerne entsprechend ein Video dazu. Ja, das war's sonst von meiner Seite. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein. Wir sehen uns wieder. Tschüss, ciao, euer Bitwalker.